Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die Random Nuzlocke. Und heute treten wir an gegen Bibi. Ich habe mir neue Kopfhörer besorgt und wir können endlich wieder loslegen. Ich muss ein bisschen mehr mit dich, ne? So. Wollen wir mal sehen, ob wir sie eiskalt besiegen. Wir haben derzeit in den Pokémon... Ach, Julie ist schon ein bisschen angeschlagen. Ich wollte mir einen Trank reinziehen, ne? Julie ist schon richtig ganz oben. Julie ist schon richtig. Aber wir ziehen uns jetzt nochmal einen Trank rein. Aber wir haben sowieso einen zu viel. Naja. Wollen wir ja mal nicht kleinlich sein, ne? Okay, ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Wird heute jemand sterben? Wird jemand dazukommen? Man weiß es noch nicht. Oh, ich habe sie angesprochen. Es ist zu spät. Bianca. Du bist es. Hallo. Ich heiße Bianca. Ich weiß. Das steht da schon. Aber warte mal, haben wir uns nicht schon mal im Radioturm getroffen? Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Heutzutage hat jeder ein Pokémon, was? Meine sind auch einfach viel zu süß. Vor allem das fette Miltank ist süß. Die hat irgendwelche Drogen genommen, ey. So süß, dass ich sie am liebsten... Ich will gar nicht wissen, was du mit Miltank machen möchtest. Wie, du forderst mich zum Kampf heraus? Ich warne dich, ich bin sehr stark mit meinen niedlichen Pokémon. Niedliche Pokémon sind nicht stark. Bianca. So, wir haben ein Stahl-Pokémon, also im Endeffekt ist sie eigentlich... Also sofern die keine Bodenattacken beherrschen. 17. Ja, gut. Julie, ich weiß, du bist 16. Aber das Girl, das vernichtest du. Mit deinem Metallclown. Hätte ich eine Kampfattacke, wäre das um einiges effektiver hier, der Kampf. Aber egal. Ihr seht, so funktioniert es auch. Mimikry. Hast du nochmal Mimikry gemacht? Oh. Okay. Zum Glück habe ich die Konfusion gemacht. So. Aber Metallklauen kann sie ruhig erlernen. Das nützt ihr nichts, weil sie ist sowieso tot. Oder auch nicht. Sie zieht sich jetzt sowieso... Oh. Sowieso halt in den Supertrank rein. Duplexieb. Ich dachte schon Kampfattacken... Ach, Duplexieb ist ja gar keine Kampfattacke. Das ist ja eine normale Attacke. Bei Kampfattacken, ne, das würde schon anders aussehen. Super Trank. Ich habe mein Mikro geschlagen, egal. Komm, zieh sie ab. Die gehört verprügelt, die Olle. Denkt, sie ist hier die coolste mit ihrem Pipi, weißt du? Setzt Mimikry ein, um eine Metallklaue zu klauen und setzt Metallklaue nicht ein. Wer tut denn sowas? Ja, das hast du davon. Jetzt setzt sich Konfusion ein, ey. Boom. Ich würde sagen, das Pipi, das haben wir schon mal richtig abgezogen. Ja, und jetzt ist Julie Level 17. Boom. So, und jetzt wird es sich zeigen, ob dieses Miltang, mit was auch immer Bianca mit ihr vorhat oder macht, für perverse Spielchen, ich weiß es nicht. Wir werden es jetzt fertig machen mit Julie. Oder Julie wird sterben, eins von beiden. Wir werden sehen. Welches Level bist du? 19. Naja. Moment, das ist mein letztes, aber ich werde nicht verlieren, klar? Du hast nur zwei Pokémon. Was erwartest du, wenn eins tot ist? Natürlich hast du dann nur noch ein Pokémon. Ne, Stampfer ist normal, ne? Das ist lächerlich. Lächerlich ist das. Gut, sie verliert natürlich sehr wenig Leben. Ach, Volltreffer. So eine bist du also. So willst du gewinnen, ja? Nicht mit mir, meine Damen. Nicht mit mir. Ich will auch einen Volltreffer. Komm. Ich muss sagen, wir müssen das. Wir müssen schon. Ist es denn jetzt? Zwei Volltreffer. Okay, alles gut. Alles gut. Wir haben noch nicht verloren. Ah nein! Das darf nicht wahr sein. So, eine Metallklaue mache ich noch und dann ist finito. Hör auf mit deinen Volltreffern! Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Oh. Okay, wir müssen wechseln. Wir müssen wechseln. Ich glaube, am ehesten wird Fireblade das überstehen. Okay. Dinge, die ich nicht erwartet hätte. Sie hat zwei Supertränke.
Wir müssen sie fertig machen. Wir müssen sie jetzt fertig machen, komm. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Es starr vor Liebe! Wir haben ein kleines Problem. Schreck zurück! Wir sind nicht. Okay. Big B, du hast eine gute Verteidigung. Big Bronx, du musst das reißen jetzt. Du musst das jetzt reißen, sonst haben wir ein Problem. Ach du Scheiße! Ich muss es riskieren. Ich hätte Sandwirbel einsetzen sollen! Bitte kein Volltreffer, bitte kein Volltreffer! Wir haben ein Problem, Leute. Wir haben ein grundsätzliches, großes Problem. Okay. Du musst sie paralysieren, mein Freund. Paralysier sie. T-Com. Wenn T-Com jetzt mit einem abkackt, ne, dann... Wir sind tot. Ja, schön. Okay. Wir sind tot, Freunde. Habe ich nicht mit gerechnet. Gebe ich ehrlich zu. Kein Pokémon hält stand. Ich... Ich muss überlegen. Wir haben noch einen Rick mit voller Gesundheit. Warum habe ich keine verdammte Kampfattacke? Freunde, es werden alle sterben. Ich muss Opfer bringen. Ich hätte von Anfang an Opfer bringen sollen. Ich hätte von Anfang an jemanden opfern sollen. Jetzt habe ich natürlich alle auf die Hälfte an Leben. Was echt scheiße ist. Ich muss einen opfern. Dann setzen wir T-Com ein. Nee, gar nicht. Dann setzen wir Big Bronx ein. Big Bronx, du bist tot. Egal, was wir machen, du bist tot. Und setzen Sandwirbel ein. Freunde, das ist eine verdammt schwere Entscheidung. Ich fang schon an zu weinen. Die Musik ist auch viel zu fröhlich dafür. Wie kann denn das Miltag so stark sein? Ich habe gedacht, das ziehen wir mit Julie ab. Hätten wir auch gemacht. Hätte ich gewusst, dass sie zwei Supertränke hätte, dann hätte ich das erste Pokémon von ihr nicht getötet. Also nicht sofort. Sondern angeschwächt. Hätte sie da nämlich das Supertrank eingesetzt und wir hätten Miltank fertig gemacht. Es tut mir leid, T-Com. Du bist derzeit der Nutzloseste. Es tut mir echt leid. Nein! Sei nicht böse auf mich. Sei nicht böse auf mich. Du bist tot. Du bist aber tot. Walzer! Wenn wir Glück haben, befehlt sie gleich. Walzer.
Walzer. Das Problem bei Walzer ist, jedes Mal, wenn sie sie einsetzt, wird sie stärker. Sie hat jetzt schon zweimal Walzer eingesetzt. Okay, Big Bronx, es tut mir leid, aber du bist tot. Es tut mir echt leid, du bist tot. Ich muss irgendwo Opfer bringen. Ich habe die extra auf 15 gebracht und es war einfach sinnlos. Rick, streng dich bitte an. Tot. Julie, ich werde dich vermissen. Wieso darfst du anfangen? Bitte. Bitte. Lass mich zuerst. Oder verfehle du. Sie hat einen Sandwirbel abbekommen und hat nicht eine Attacke verfehlt. Vor allem Walzer hat, glaube ich, eine 80%ige Chance zu treffen. Bitte friere ein. Friere ein! Bitte! Bitte! Das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Liebes Mildang, es bringt mir nichts mehr. Fireblade, du kannst es schaffen. Mit verdammt viel Glück wird er es schaffen. Ich glaube an dich. Ein Volltreffer, bitte. Nein! Nein! Oh! Ja! Okay, ich habe meine Kopfhörer rausgeholt. Das ist doch nicht da, das kann doch nicht wahr sein, ey. Oh. Okay, ich habe keinen Sound. Wieso habe ich keinen Sound? Achso. Immer noch kein Sound. Das stimmt nicht. Sound ist doch aktiviert. Wo ist jetzt das Problem? Oh Gott. Oh. Okay. Ich will meinen Sound haben. Wo ist mein fucking Sound? Hä? Ich habe so gerade aktiviert alles. Ich bin verwirrt. Was ist hier los? Gott, wie mich diese Scheiße von Elgato ankotzt, ne? Ich sag euch. Die Leute gehören verprügelt. Ja, Elgato Lautsprecher, leck mich ganz ehrlich. Was ist das hier? Küche, nichts. Gott! Ihr wollt mich doch verarschen! Okay, wir haben keinen Sound, wir sind tot. Komm, töte mich einfach. Töte mich einfach. Ist mir scheißegal, töte mich einfach.
dieser Stakel ein? Warum setze ich Stakel ein? Warum setze ich Stakel ein? Okay, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Okay, mein Freund. Zieh's durch. Nein! Nein! Ach Gott. Wo ist mein fucking Sound? Ich drehe hier gleich durch wegen diesem scheiß Elgato-Zeug. Ah, Elgato, warum seid ihr so scheiße? Kann ich das nicht einfach deaktivieren? Ich kann es nicht mal deaktivieren! So, nach einem kleinen Schnitt sind wir auch schon wieder da. Freunde, keine Sorge, das Video ist nicht asynchron, sondern ich habe aus Versehen eine Kombination gedrückt auf meiner Tastatur, so dass mein Mikro sich ausgeschaltet hat. Ich werde es erst am Ende des Videos merken, deswegen dachte ich mir, ich komme einfach mal jetzt dazu und werde ja ein bisschen drauf kommentieren. Zum Beispiel haben wir jetzt als erstes ein Jungblut bekommen. Ich weiß aber allerdings nicht mehr, wer das war. Ich versuche mich mal zu erinnern, wer das alles war. Das kann nämlich recht hilfreich sein, wenn ich mir die Namen merke. Ich glaube, das war... Gott, ich weiß es nicht. Also ein paar weiß ich noch, aber den ersten weiß ich gar nicht. Wer war nochmal Jungblut? Ich glaube, Mike? War das Mike? Weiß ich gar nicht. Wir gucken jetzt mal kurz nach. Jungblut! Kleinhahn. Im Kampf lodert sein inneres Feuer hoch auf. Wo seine mächtigen Tritte landen, wächst kein Gras mehr. Und damit, passt auf synchron, werde ich dich fertig machen, Miltank. Ich mach dich kaputt. Ja, das habe ich gesagt. Ich mach dich kaputt, habe ich gesagt. Genau. Denn Jungblut ist natürlich auch ein Kampf-Pokémon. Kampffeuer und Kampf ist gut gegen normal. Und Jungblut bekommt den Namen. Zero, gib's bitte ein. Ha, ich habe meinen eigenen Assistenten. Der Schad! Der Schad! Herzlich willkommen im Team Schad. Du warst die Nummer 1. Und du wirst immer die Nummer 1 bleiben. Schad wurde auf Box 1 transferiert. Wir werden uns natürlich dann die Statuswerte später reinziehen. Und der nächste wird sein... Ich glaube, das war jetzt Mike. Ich glaube, jetzt kam Mike. Ja, ich habe gerade schon gespoilert. Ich bin der oberste Spoiler hier. Wir haben natürlich Schad aus der Liste entfernt und suchen jetzt ein Pokémon für, ich glaube, Mike. Nein, das war nicht Mike. Das war Ultradoodle. Ultradoodle, ich erinnere mich sofort an dich. Und zwar, ich erinnere mich so gut daran, dass du Krabomst warst, weil du deinen Namen ungefähr 50 Mal in die Kommentare geschrieben hast, weil du es einfach nicht gecheckt hast, dass es einmal reicht. Und dann hast du nicht gecheckt, dass du 11 Buchstaben, 11 Buchstaben hast anstatt 10. Ich hab so oft gesagt, Ultradoodle, 10 Buchstaben. Und du hast einfach 11 gemacht. Warum? Warum 11? Naja, egal. So, Ultradoodle. Für dich wurde ein Eintrag eingetragen und du bist Krach. Sein Grollen, das es während des Kampfes ausstößt, erschüttert den Boden ganz wie bei einem Erdbeben. Ich muss mich beeilen mit dem Lesen, ich weiß nicht, wie mein altes Ich da schnell gelesen hat. Spitznamen sicherlich Ultradoodle. Ultradoodle, herzlich willkommen im Team. Ich weiß, ich habe S geschrieben, aber das war nur ein Fehler. Ultradoodle, bitte. Der Dudelmeister. So werde ich dich nennen, Dudelmeister. Ja, ich gebe jedem Spitznamen noch einen Spitznamen. Das ist quasi wie Inception. Der Spitzname im Spitznamen. So, Ultradoodle, wie du siehst, es fehlt dir ein Buchstabe, aber wer nicht hören kann, muss fühlen. So. Ja, komm, Zero, hau rein. Wir haben hier nicht ewig Zeit. Eigentlich hätte ich das Ganze auch schneiden sollen, damit ich nicht so viel quatschen muss. Aber egal, ich spreche jetzt einfach drüber und ihr müsst das ertragen, wie ich einfach nur versuche, Schwachsinn drüber zu labern, damit da wenigstens eine Tonspur ist. Alter, Zero, was machst du denn da? Ach so. Das war die Aktion, wo ich zu viele in den Random-Generator eingetragen habe. So, jetzt aber. So, der nächste war aber Mike. Glaub ich. Nein, Mike, du bist der Letzte, es tut mir leid. Okay, wir haben hier Pichu. Und Pichu wurde, Laurin war das, glaube ich.
Nee, Laurin war ein anderes Pokémon. Ja, das habe ich schon wieder gespoilert. Ich spoilere hier den ganzen Tag schon. Okay, Mike und Laurin, ihr seid dabei. Das kann ich euch schon mal sagen. So, aber welches Pokémon ihr seid, werde ich nicht erzählen. Wer war denn nochmal das Pichu? Das Pichu, Wer war denn nochmal das Pichu? Wird gar nicht mehr. Jedenfalls haben wir jetzt schon zwei Pokémon, soweit ich richtig gezählt habe. Ja, zwei Pokémon. Das ist unser drittes, das Pichu. War ich nicht sehr erfreut drüber. Denn es ist eine Babymaus. Obwohl es klein ist, kann es sogar Erwachsene überwältigen. Tritt dies ein, ist es selbst erstaunt. Soweit ich mich erinnere, gerät dieses Pichu in Verwirrung von alleine, wenn es angreift. Wir werden es sehen. Es wäre auf jeden Fall nicht sehr gut. Es ist Maurice! Maurice, natürlich! Maurice, herzlichen Glückwunsch, dass du dabei bist! Hast es dir verdient! Bist zwar nur ein Pichu geworden, aber ich meine, man kann es sich ja nicht aussuchen, wie im echten Leben. Wenn wir in einer Welt in Pokémon leben würden, könnte man sich nie aussuchen, welches Pokémon man wird, sollte man eins werden. So. Der nächste war, glaube ich, Laurin. Lassen wir uns überraschen. So, Vergangenheit Zero, hau rein, wir haben keine Zeit. Und wieso hebe ich den Pokéball nicht auf? Zero, heb den Pokéball auf! Smetbo! Ja, Smetbo, das bist leider nicht du, Laurin. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wer das war. Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Ich bin momentan selbst Zuschauer. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade aufgenommen habe. Das ist das dritte Pokémon. Ich habe übrigens Angst, dass ich ein Pokémon zu viel gefangen habe. Ne, das vierte ist das schon. Das ist das vierte. Ja, da meckere ich über irgendwas. Falter. Ich hab's zu schnell weggedrückt. Scheiße, Freunde, wie... Nein! Warum? Oh Gott. Warum ich gerade schreie, ihr werdet sehen. Wir haben jetzt schon vier Pokémon, ne? Ich habe das Pichu vergessen gehabt. Es tut mir leid, Mike. Es tut mir leid. Oh Gott. Okay. Niklasius, du bist am Start. Herzlichen Glückwunsch. Du bist Nummer 4. Wobei. Jetzt kommt Laurin. Und dann Mike. Es waren doch 6. Glück gehabt. Da fange ich gerade an zu zählen. Wir müssen gleich an meinen Fingern ablesen können, bis wo ich gekommen bin. 4. Ich habe bis 4 gezählt. Alles gut, alles gut. Alles gut. Wir haben genau 6 Pokémon. Ich fiebere gerade mit mir selber mit. Das ist schon irgendwo ein Highlight. So, der nächste ist Lippenlesen, Lippenlesen. Ich glaube, ich habe Laurin gesagt, ne? Ich glaube, ich habe Laurin gesagt. Laurin, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Enikoro. Boom. So, und das Schöne ist, bei Mike könnt ihr gleich wieder meine liebliche Stimme hören von meinem Vergangenheits-Zero. Ich muss sagen, ich habe noch nie so eine Folge aufgenommen, wo ich quasi nachkommentieren musste. Also so extrem nachkommentieren musste, weil man sieht halt meine Webcam. Man sieht mich ja. Das heißt, ich wirke asynchron. Also konnte ich nicht so tun, als wäre ich gerade live. So, Enikoro, Laurin, herzlichen Glückwunsch. So, eingebildet, hast schmutzige Orte, behagt ihm einen Platz, fängt es sofort an, sein glänzendes Fell zu pflegen. Warum ich gerade lache, ist ganz einfach. Ich habe am Anfang vorgelesen, was hatte ich nochmal gelesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Verdammt, ich hab's vergessen. Ach, Mist. Irgendwas Schmutziges. Ah, schade. Der Witz ist weg. Tut mir leid, er ist verstorben. So, Laurin, du bist ein weibliches Enikoro. Ich hoffe, es steht dir zu. Wir haben kein Wasser-Pokémon, aber ich glaube, Laurin könnte doch surfen, oder? Genau, jetzt ruft Lyra an. Da beschwere ich mich, was die Troller von mir will. So, mach den Scheiß auf. Hallo, hier ist Lyra. Guten Tag. Wenn du Mogelbaum sitzt, dann nimm es einmal mit auf Route 36. Das wird sehr interessant. Inwiefern? Nun, das musst du schon selbst herausfinden. Tut, tut, tut.
So, jetzt denkt der Zero nach, holt sich einen Stift, holt sich einen Zettel und schreibt sich den ganzen Scheiß auf. Weil ich bin neugierig. Ich bin einfach neugierig. So, ich muss mich leider jetzt so langsam von euch verabschieden, denn die Zeit rückt näher, wo mein Vergangenheits-Zero langsam herausfindet, dass der Mikrofon ausgeschaltet ist. So. Da ist schon mal kurz der komische Blick. So, jetzt gucke ich nach. Oh, da quassel ich noch. Hm, mal gucken, ob mein Mikrofon aktiviert ist. Und ich weiß nicht, was ich jetzt gerade mache. Aber, Freunde, wir sehen uns mit meinem Vergangenheits-Zero wieder. Bis gleich. So, ich bin dann beim Mikro gekommen. Der nächste ist Mike. Mike, herzlichen Glückwunsch an dich. Ich hoffe, mein Mikro funktioniert die ganze Zeit schon. Das muss ich gleich mal prüfen. Mike. Mike, wir gucken, welches Pokémon du jetzt bist. Wir haben kein Wasser-Pokémon, aber wir haben ein Deoxys. Ein Deoxys. So. Nicht töten. Fangen. Das erste legendäre Pokémon, Mike. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du bist unser erstes legendäres Pokémon, das höchstwahrscheinlich beim Miltank sterben wird. Ist das nicht toll? Ich bin auch. Ja. Super gut. Ich sollte Beatboxer werden. Deoxys ist ein außerirdisches Virus, das zu einem Pokémon mutierte. Es erscheint in der Nähe von Auroras. DNS. Oha. Möchtest du Deoxys einen Spitznamen geben? Aber selbstverständlich will ich das. So. Ich drück mal kurz F9. Oh! Zum Glück habe ich da nichts gespeichert. Ich wollte eigentlich testen, ob dadurch mein Mikrofon ausgeht. Oh. So, Mieke. Der Mieke ist auch da. Mieke. Mike. So, Mike. Herzlichen Glückwunsch an dich, dass du das Deoxys geworden bist. Bin sehr froh drüber. Sehr, sehr froh. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Pokémon Soul Silver. Viel Spaß bei der Überlänge. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Oh nein, alle tot. Alle tot.